Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Klamm zu einer Mini-Ausgabe von XXL Info Kompakt, weil ich erst jetzt noch heute am 21. August 2008 die Informationen etwas sortieren möchte und ihn dann in den kommenden Tagen präsentieren werde. Vielleicht drei wichtige Informationen in wenigen Minuten zusammengefasst. Es gibt drei neue Petitionen, die ich an den Deutschen Bundestag gesendet habe. In der Geschichte des mutmaßlichen Marinekampfschwimmers, da ich immer noch am Recherchieren bin und es keine Gründe gibt, die Angaben zu bezweifeln, aber auch keine Gründe gibt, die Angaben nicht zu bezweifeln, mit anderen Worten, es gibt keine Nachweise, nenne ich jetzt mal den hilfesuchenden Mann aus Coburg mutmaßlicher Marinekampfschwimmer. Ich musste jetzt sehr, sehr intensiv recherchieren. Gibt es Soldaten, die im Dienst der Bundeswehr gestanden haben und sich dann alleine im Stich gelassen fühlen? Ja, die gibt es, und zwar eine Anzahl von mehreren tausend Soldaten. Es geht um eine Zahl von 380.000 Soldaten, die in Deutschland in Auslandseinsätzen waren. Das ist so viel, dass es hier nicht nur um einen bedauerlichen Einzelfall geht. Es geht um viele tausende Soldaten und Soldatinnen. Ich will die Frauen nicht vergessen. Und daher habe ich eine extra Petition an den Deutschen Bundestag gesendet, damit ein Sonderhilfefonds für spezielle Einsatzkräfte wie KSK-Soldaten, wie Marinekampfschwimmer, aber auch sonstiger Sonder- und Eliteeinheiten eingerichtet wird, der dann Hilfe leistet, wenn die Menschen in Notlage geraten, die in Auslandseinsätzen tätig waren. Aber nicht nur dienstbeschädigt sind und auch nicht nur aufgrund von Auslandseinsätzen in Not geraten, sondern wenn sie in Deutschland in Not geraten. Der Zusammenhang ist leicht erklärbar. Wer im Ausland tätig war, und dazu darf ich mich auch zählen, ich war in England tätig, wenn auch nicht für die Bundeswehr, sondern für eine andere Einrichtung, der hat dann des Öfteren, und das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, auch wieder Probleme, sich wieder in Deutschland zurückzufinden oder wieder in Deutschland einzuleben, weil man sich vielleicht auch recht über mehrere Jahre hinweg eben an die Situation, beispielsweise in meiner Situation, in Großbritannien gewöhnt hat. Und das ist eine ganz andere Lebenssituation, man hat andere rechtliche Voraussetzungen, es gibt da beispielsweise kein Grundgesetz, es gibt andere gesetzliche Bestimmungen. Und das Leben ist in Großbritannien anders gestaltet und anders geregelt. Und es ist was ganz anderes als Deutschland. Und wenn man dann wieder nach Deutschland zurück muss, in meinem persönlichen Schicksal war es leider aufgrund von vier schweren Unfällen, das heißt die Folgen der vier schweren Unfälle und von Erkrankungen, und weil ich leider zurzeit auf die Hilfe eines Rollstuhls angewiesen bin, und das jetzt immerhin schon fast 3 Jahre. Das heißt, mit dem Rollstuhl in London voranzukommen, mit 17 Millionen Einwohnern, also größer London hat 17 Millionen Einwohner, die Stadt selbst nur in Anführungszeichen 7 Millionen Einwohner, das ist zwar nicht ganz unmöglich, ist aber ganz extrem schwer, wenn man dann doch halt eben nicht das Land von Geburt auf kennt und eben nicht in diesem Land aufgewachsen ist und man dann auch zusätzlich Hilfen braucht vom Assistenzhund, aber auch von Menschen und natürlich auch, weil ich ja die größten Versicherungszeiten in Deutschland mit 34 Jahren zurückgelegt habe und in Deutschland natürlich all die Sozialrenten, Arbeitslosen, Krankenversicherung, Solidaritätszuschlag, also all das, was halt eben Arbeitnehmer bezahlen, ja, eingezahlt habe. In England sind es leider nur wenige Jahre und insofern nicht so viel, also es macht einen ganz geringen Teil aus, der noch nicht mal angerechnet wird, nebenbei bemerkt. Das Problem hatte ich ja auch in den Jahren 2008, 2009. Einige Zuschauer erinnern sich vielleicht,
dass ich dringend zum Arzt musste, weil ich auf Deutschlandbesuch war und hatte dann meine NHS-Karte vorgelegt. Das ist die englische Krankenversicherung. Ich habe die immer noch, ne? Also nur die englische Krankenversicherung wird, und man lernt halt eben nie aus, in Deutschland nicht anerkannt. Das ist also ein ganz trauriges Kapitel. Man zahlt ein und denkt, man hätte dann Sicherheit in Deutschland, weil ja Großbritannien zu Europa dazugerechnet wird. Ich hatte dann meine National Insurance Number Card vorgezeigt, also für die Versicherung, die NHS-Karte, vielmehr die National Insurance-Karte. So sieht die aus in England, leider ist spiegelverkehrt. Und dann bekommt man auch, ähnlich wie in Deutschland, eine Sozialversicherungsnummer. So sieht die englische Versicherungsnummer aus, die National Insurance Card. Naja, ich hatte das meinem Arzt alles erklärt. Und jetzt darf man sich staunen, wird in Deutschland nicht anerkannt. Ja. Ich war dann als Ausländer gerechnet worden, obwohl ich ja in Deutschland geboren wurde, auch wenn mein Großvater mütterlicherseits französisch ist und mein Großvater väterlicherseits deutsch. Ja, ich konnte dann in Deutschland nicht zum Arzt. Oder hätte halt eben auf Privatrechnung. Aber wer hat schnell mal 3.000, 4.000 Euro dabei, um eine Krankenhausbehandlung durchführen zu lassen? Ich als freiberuflicher Journalist, Autor und Schriftsteller natürlich nicht. Ich konnte dann keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, sonst hätte ich sie tatsächlich eine Rechnung bekommen, an der ich wahrscheinlich auch heute bezahlen würde. Das geht natürlich nicht. Und das war eine ganz, ganz üble Situation. Und dann hatte ich natürlich auch an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg geschrieben und an die US-Regierung und sogar an die russische Regierung, aber auch an die Regierung von Frankreich und in Großbritannien natürlich. Es hat nicht so viel geholfen. Es hat also sehr, sehr lange gedauert, bis ich dann endlich einmal ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen durfte. Ich muss das Kärtchen, die Ausweise zur Seite legen. Es gibt noch eine weitere Petition. Ich überziehe jetzt schon kurz die Zeit. Ich wollte gar nicht so lange jetzt auf Sendung sein, weil ich muss noch was fertig ausarbeiten. Die Petition: Soziale Hilfen, Sonderhilfefonds für KSK, Soldaten, Marine, Kampfschwimmer und Sondereinsatzkräfte ist an den Deutschen Bundestag gesendet worden in Berlin und vielen herzlichen Dank nach Berlin. Es ist auch eine Eingangsbestätigung in Ludwigshafen, in Neuhofen, Ludwigshafen in der Vorderpfalz eingetroffen. Es gibt eine weitere Petition für die Zulassung und Aufnahme von Frauen in die Einheiten der KSK-Elite-Soldaten der Bundeswehr. Denn bei meinen weiteren Recherchen bin ich dann auf etwas gestoßen, was ich gar nicht glauben konnte. Es gibt offenbar noch keine Frauen bei der KSK-Elite-Einheit. Wir arbeiten hier in Deutschland auf der Grundlage der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und daher glaube ich, es ist natürlich auch ganz wichtig, dass die Frauen, die bei entsprechender Eignung gerne in das Team, vielmehr in die Einheiten, heißt es natürlich in Deutschland, der KSK-Einheiten aufgenommen werden möchten, die sollten natürlich auch gleichberechtigt, wie auch ihre Kollegen aus Männerkreisen, die Chance haben, Teil der Einheiten, der KSK-Elite-Einheiten der Bundeswehr zu werden. Und eine dritte Petition, die ich an den Deutschen Bundestag gesendet habe, befasst sich mit dem Thema Terroranschläge in Barcelona. Es sind ganz, ganz traurige und schreckliche Umstände durch das Terrorattentat vom 17. August. Es sind mehr als 100 Menschen verletzt worden, laut Medienberichten, und leider auch junge Menschen, auch Schüler und Schülerinnen. Und daher hatte ich eine Petition dann schon knapp 3 Tage später nach Berlin gesendet, an den Deutschen Bundestag für die Einrichtung eines Traffic and Transport Control Centers. Weil wir innerhalb der Europäischen Union, ich denke, man muss dann schon so weit wirken und arbeiten, dass wir nicht nur deutsch denken, sondern in der Europäischen Union
Französisch oder Englisch sprechen. Und daher die englische Bezeichnung für ein Verkehrsüberwachungskontrollzentrum. Ähnlich dem Beispielkonzept angepasst wie die Flugüberwachung. Einige Flugfreunde, und ich mag ja auch Flugzeuge sehr, sehr gerne und belese mich und sehe auch Filme schon seit vielen Jahren, sie wissen, dass man jedes Flugzeug via Internet beobachten kann, wo es gerade fliegt. Es gibt also eine Echtzeitüberwachung von allen Flugzeugen und man kann eine Seite im Internet aufrufen und kann dann gucken, wo welches Flugzeug gerade auf Linie fliegt. Das ist möglich und dank der Infrastruktur und der technischen Entwicklungen, die wir in Deutschland haben, denke ich, ist dies auch möglich für Lkw und Transporter. Das war XXL Info Kompakt. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse mit einem kurzen Update. Also drei neue Petitionen aus unterschiedlichen Anlässen, die ich nach Berlin gesendet habe. Die einzelnen Petitionen, dazu brauche ich längere Zeit, die werde ich in den kommenden Tagen vorstellen, weil leider auch noch meine Gesundheit angeschlagen ist. Sie hören das, ne? Die Stimme ist noch komplett belegt und nicht nur das, auch die Nase komplett dicht und dann kann man nicht so lange vor der Kamera umher wirken und moderieren, dann fällt das halt eben leider auch schwer. Ich versuche dennoch die Petitionen im Einzelnen vorzustellen. Dafür brauche ich dann vermutlich pro Petition etwa eine Stunde, weil die Seitenanzahlen etwa zwischen 7 und 8 Seiten pro Petition betragen, sodass ich die natürlich nicht alle drei gleichzeitig, sonst müsste ich 3 Stunden Dauer-Live-Sendung machen. Das werde ich mir jetzt noch nicht antun, weil es mir leider eben, weil ich auch noch krank bin, noch nicht so gut geht. Dennoch denke ich, sind diese Petitionen wichtig und wie Sie mitbekommen haben, während ich hier versuche, Petitionen zu schreiben, um vielleicht irgendwelche Möglichkeiten und Wege zu finden, wie wir vor Terrorgefahren geschützt werden können, haben bereits schon die nächsten Terrorattentate in Finnland und leider auch in Marseille in Frankreich schon wieder stattgefunden. Man kommt mit dem Schreiben, mir geht es so, wobei ich jetzt ja leider immer noch krank bin, aber manchmal habe ich den Eindruck, man kommt mit dem Schreiben schon fast nicht mehr hinterher. So viel Gewalt und Terror findet in Europa und in der Welt statt. Das ist sehr, sehr traurig und sollte so nicht sein. Wünschen wir uns und hoffen wir darauf, dass es irgendwie Möglichkeiten und Wege gibt, Frieden zu finden und Frieden zu leben. Ich wünsche allen, denen es nicht so besonders gut geht, weil ich die Erfahrung zurzeit auch täglich erlebe, vor allem Gesundheit, Glück, Liebe und Freude. Und ich werde mich im Laufe, inzwischen darf ich es so sagen, im Laufe des heutigen Dienstags, dem 22. August, wieder melden. Ich wünsche Ihnen eine gute und angenehme Nacht. Schlafen Sie gut, das ist auch ganz wichtig. Und vor allem die Gesundheit, vor allen Dingen Gesundheit, Liebe, Frieden, Glück und auch Freude und viel, viel Liebe. Bis demnächst und bis bald, Ihr Andreas Lamm-Saberoth. Ihr Andreas Lamm von Radio TV IBS Liberty und von XXL Info Kompakt. Weitere und ausführliche Informationen gibt es natürlich auch im Internet www.ibstelevision.org, www.ibs in deutscher Sprache television.org oder aber auch via regionalhilfe.de für die Menschen, die es mit dem Englischen oder mit der englischen Sprache nicht so sehr wünschen. Telefonische Auskünfte gibt es auch. Telefon 030 Berlin 030 577 00 592. Bis bald, bis im Laufe des Tages, am Mittag. Vielleicht ist dann die Sonne wieder zurück und vielleicht geht es dann auch wieder etwas besser mit dem Moderieren, auch wenn die Stimme noch ziemlich kratzig ist. Kommt eben auch vor, wenn man krank ist. Vielen Dank.